Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Skyblock 3. Ja, wir haben jetzt den Turm da ordentlich sauber drin. Das heißt, wir werden die Schmelze auch noch brauchen. Apropos Schmelze. Das heißt, jetzt, ich habe momentan hinten ja noch meine Kiste aus Holz. Also bei den Monstern. Also das heißt, die wird bald, oder die ist schon bestimmt geplatzt. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Da ist einfach nur noch Materialverschwendung. Dann heißt es, ich brauche davon 8. Ich brauche davon 8. Das machen wir alles oben. Dann brauche ich noch 2 Dias. Das Holz nehme ich mit. Ich bin ja froh, dass ich den Turm gerade angeschlossen habe, weil sonst dürfte ich jetzt wieder hinterher. Ja, wobei, mittlerweile ist es gleich weit. Muss ja auch hier einmal rum. Läuft aber flüssig. So, noch ein Eisen mehr. Auch noch ein Gold mehr. Hält. Jetzt war ich in beiden Richtungen. Schön, ne? Okay, also, das heißt, wir haben jetzt ein... Warum ist eigentlich jedes Mal dunkel, wenn ich raufkomme? Also, wir haben ein Upgrade auf Eisen. Wir haben ein Upgrade auf Gold. Wenn ich jetzt noch 6 Glas habe, müsste ich auch noch ein Upgrade auf Dias haben. Jawohl. Danke. Und ab geht's. So, also, deshalb die Kiste wird. Abgedatet, wenn ich die richtig in der Hand halte. So, du wirst abgedatet. Du wirst abgedatet. Und du wirst abgedatet. Und ich hoffe, dass da keiner rauskommt. Und die Kiste nicht aufging. ja. Oh mein Gott. Da schaut es ja aus wie im Wilden Westen. Raus. Was ich mir fast gedacht habe. Ja, ich brauche unbedingt ein Pipe-System. Ich hoffe, dass ich jetzt schön brav. Moment einmal. Moment einmal. Weg. Denk doch mal mit. Du hast hier ein Anti-Barrel. Vielleicht macht der das schon mal richtig. Man weiß es nicht. Man kann es ja hoffen. Auf jeden Fall muss ich nicht mehr so weit latschen. So, wenn ich jetzt da reingehe, habe ich... Au, au, au. Das ist der Nachteil. Der macht mich auch platt. Ja. Schön. Wenn ich dich jetzt... Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt den Half Slab oben hinsetze, kriege ich es auf jeden Fall aus. So, das ist auf jeden Fall wieder dunkel. Okay. Heißt jetzt aber, der muss raus. Der muss raus. Der auch. Und der auch. Ich habe noch kein Holz dabei, ne? Genau. Wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn. Können wir gleich mal gucken, ob es was spawnt. Ich brauche Holz und diesmal nehme ich dunkles Holz. Ach komm. Nehmen wir gleich. Weiß, nehme gleich einen Stack mit. Mann.
Das ist abzählen. Ich brauche auf jeden Fall Minimum 4. Wobei, das wird nicht reichen. Mach 8. So. Und diesmal denke ich aber dran, dass ich vorher meinen Schlüssel in die andere Hand nehme. Und ich sehe da Monster spawnen. Wie gesagt, ich denke mal, die Falle gerne so bauen, dass immer Monster spawnen. Passt. So, dann kommen die zwei auch noch weg. Kommen die zwei auch weg. Wäre ja Wunder gewesen, wenn ich sie alle geschafft hätte. Was? So, Schlüssel raus. Der einräumen. So, also, dann hätte ich gesagt, wir haben hier Rotten Flesh. Ne, weil da will ich jetzt gar nicht mehr erst rumsuchen müssen in irgendwelchen Kisten, sondern alles, was wir in im Dutzend billiger kriegen, wo ich stackweise habe, kommt jetzt hier rein. So, was habe ich noch? In Vielzahl, genau. Pfeile. Dann haben wir Rotten Flash. Und dann schaut jetzt schon mal viel angenehmer aus, ne? Was vielleicht dann Sinn macht, dass ich hier vielleicht noch zwei Zweier hinmache. So. Dann habe ich auf jeden Fall das Zeug noch. Aber das habe ich auch stickweise. Das Zeug habe ich auch stackweise. Aber gesagt, alles, was ich stackweise habe, wird da reingeräumt. Aha, das kann ich nicht einräumen. Kann ich nur rausnehmen, aber nicht einräumen. Weil ich es noch nicht kenne. Das ist das Problem. So, aber Enderperlen habe ich. Die packen wir auch noch rein. So, Rotten Flash. Wieder ein Dutzend billiger. Dann kommst du dahin. Die Knochen. Die Pfeile. Das Gunpowder. Machen wir mal wieder ein Chicken dabei, hä? So, dann, ja. Ich habe doch Kisten noch dabei, ne? Ich mache jetzt einfach mal schnell ein paar Doppelkisten dahin. So, alles, was ich sowieso nicht stapeln kann, dürfte auch das Buch dazu können. Was habe ich denn jetzt reingeschmissen, was ich nicht. Ne? Ah. Das Wort. Der geht nicht rein. So. Feuerzeug. Feuerzeug dürfte sich eigentlich auch nicht stacken, ne? Tschüss. Also, dann haben wir jetzt die Futter und also das goldene Zeugs da halt, ne? Kommt mal da raus. Dann haben wir hier noch Knochen drin. Dahin. Und ich merke gerade, ich, ja. Nee, müssen wir mal machen. Dann haben wir hier Schienenverkehr. Das kommt alles mit da rein. Oh. Dadurch, dass ich die Leiter ab. Was? Okay.
Schau mal mit rein. Egal. Ach so, nee, die war von vorne. Stimmt. Stimmt, da war ja was. So, dann sortier mal. Dann haben wir hier die Boots. Dann haben wir hier ein Schwert. Davon haben wir schon 12. Das kann man stapeln, das kann man auch stapeln, das kann man nicht stapeln. Das kann man auch nicht stapeln, das auch nicht. Das müsste ein Buch sein, das kann man nicht stapeln, das Zeug auch nicht und das Graffiti hier auch nicht. Danke fürs Gespräch, ist schon mal alles weg. So, das wollte ich eigentlich nicht, aber so, jetzt habe ich noch Netherwarzen. Die tun wir dahin, dann ist das Zeug nämlich auch da drin weg. So. Desert und nochmal ein Seed. Und wir sortieren nochmal. So, dann haben wir noch zwei Bienen. Die hauen wir auch noch mit in die Essenskiste rein. So, dann haben wir Ingots. Die kommen jetzt in die mittlere rein. Dann haben wir hier, oh, dann haben wir den Kladderadatsch, den wir auch noch loswerden. Ich muss sogar aufpassen, nicht, dass ich jetzt meine Sachen auch noch mit wegräume. Nein, Iron Pickaxe ist nicht meine. So, sortiere bitte neu. Und dann hätte ich gesagt, habe ich noch diese Lootboxen. Die Lootboxen kommen noch mit hier rein. Zu den Ingots. Dann haben wir diese entscheidenden Dinger. Ich glaube, ich brauche 3 Jahre, bis ich die Kiste hier mal sauber habe. Wird spaßig. Dann hätte ich gesagt, das da, das da, das da kommt noch raus. Aktuelle Editions kommt auch mit raus. Dann haben wir noch ein Ingot, dann haben wir noch die zwei Schwerter. Schwerter kommen dahin. Das Zeug hauen wir hier mit rein. Das da hätte ich gesagt, kommt da mit rein. Dann haben wir noch ein Ingot. Haben wir noch diese Herzen. Dann habe ich noch hier einen Dust. Der macht auch noch Sinn, dass ich den hier mit rein schmeiß. Dann haben wir hier noch mal ein Werkzeug. Ein Feuerzeug haben wir auch noch. Schokolade. Das Futter. Kommen die zwei Sachen auch noch rein. Dann habe ich gesagt, dann habe ich hier unten noch Schienen. So, dann hätte ich gesagt, haben wir einiges drin, was wir einfach jetzt mal laufen lassen können. So, warum mache ich das? Warum bin ich da gerade hinterher? Wie nochmal was? Oh, das Zeug muss ich auch noch. Brauche noch mehr. Brauche noch viel mehr. Das habe ich auch noch nicht. Ah, ich muss, glaube ich, den Vorraum dann mal ausbauen. So, aber das Wichtigste ist jetzt, Plack. Ja. Deswegen mal ein bisschen Platz gemacht. Dann kann das Zeug nämlich jetzt mal laufen. Und ich bin der Meinung, dass ich die Falle jetzt umbaue. Und bleibt noch die Schmelze. Wobei, nee, ich hätte gesagt, das da bauen wir jetzt doch nicht um. Nein. Aber umsortieren. Oh Gott. Da sind wieder sau viele Items dabei, die einfach nur Platz verschwenden. So, gehen wir da rein. Ist auch weg. Ja, du bist auch weg.
Achso, es ist Ender's Death. Moment mal. Achso, wenn ich Enderperlen benutze, ja, da habe ich noch zu wenig. Das macht noch keinen Sinn. Aber ich habe so mal so einen Stab. Sehr schön. Also, das heißt, wir machen jetzt erstmal einen Bettgang. Und dann macht es eigentlich Sinn, dass wir die Schmelze nach unten bauen. Dann kann ich nämlich die Bäume umstellen. Die Viecher müssen wir auch umstellen. So viel zu tun. Beziehungsweise, nee, die Schmelze lasse ich jetzt mal so, wie sie ist. Wir machen jetzt wegen mit Botania weiter, hätte ich gesagt. Drei Folgen umbauen ist ein bisschen Blödsinn. Das heißt, ich brauche Bone Meal, ich brauche Sugar Canes und ich brauche Fish Rods. Rings kriege ich keine da hinten. Nee. Irgendwas, was? Ach komm, egal. Also, nein, fast egal. Also, ich brauche Fishing Rod, das ist kein Problem. Ich sag, brauche ich zwei Strings. Die hole ich jetzt. Rune of Fire ist ein Netherbrick. Netherwarze kein Problem. Netherbrick auch kein Problem. Muss ich nur mit dran denken, dass ich es mitnehme. Und dann brauchen wir noch die Erde, die Pilze. Das könnte ein Problem werden. Muss mal gucken. Brauche Pilze. Können wir nämlich auch gleich Mycelium machen und dann haben wir auch noch gleich den Untergrund für die Pilze von Agricraft. Ah, halt. Das ist da hinten. Dann, wie gesagt, schmeißen wir den gleich mal rein. In der Zeit holen wir uns zwei Strings. Danke. Das habe ich das. Genau, dann mache ich gleich mal die Angel. Mal ist auch erledigt. Wir gehen noch mal schnell durch. Das Wasser. Das habe ich oben. Gunpowder nehme ich sicherheitshalber mal mit. Ich gleich mal einen neuen mit. Man kann ich gleich nochmal umwandeln. Und wenn ich sowieso schon da bin, nochmal 15 Blöcke davon. Okay, hab ich. Das haben wir auch alles. Ich könnte nochmal Rune of Air auf jeden Fall auch nochmal mitmachen. Dann brauche ich noch ein String. Feder habe ich auf jeden Fall oben. Erste, was ich dann bauen muss, ist auf jeden Fall mein Hühnerstall. Bin jetzt mal gespannt, was ich wieder vergessen habe. Also, ich habe gesagt, ich brauche auf jeden Fall, habe ich Futter irgendwas da? Natürlich nicht, aber ist egal. So. Ich habe einen Sugarcane. Was brauche ich jetzt auf jeden Fall? Ich brauche noch eine Feder. Das ist auch kein Problem. Wie gesagt, ist er machen wir als erstes nochmal. Also für die er brauche ich. Und die Mana will ich auch noch machen.
Dann brauche ich noch mal eine Enderperle. Dann brauche ich schnell meinen Zauberstab. Ich drehe dich wieder auf dich. Dann kannst du schon mal wieder anfangen, Zeug zu verarbeiten. Dann habe ich davon einen. So, also wir brauchen noch mal die R. Ah, den Teppich habe ich vergessen. Spring habe ich dabei. Den Teppich habe ich hier drin. Okay, also die Feder fliegt, der Teppich fliegt, das Spring. Gut. Dann brauche ich jetzt noch, genau, Mana Steel und Mana Powder. Einen weg. Das war clever. Nein, brauche nur davon vier. Dann brauche ich, für Mana brauche ich vier oder fünf. Fünf. Müsste jetzt hoffentlich reichen. So. Merk schon wieder, ich habe nur Gedöns wieder einstecken. Dark Oak kommt mal bitte da rein. Ja, noch toller. Wenn man Schloss dort hat, sollte man es nicht machen. Komm, ich schmeiß mal schnell das Zeug da weg. Dann den Schlüssel dahin. Den Schlüssel da rein. Die Runden aufräumen. Danke. So. Dann habe ich jetzt als nächstes. Das da brauche ich. Das da brauche ich. So, dann war das die Sugarcane. Dann war das, glaube ich, die Angel. Und das Bone Meal. Kann ich das nach unten verfrachten? Das auch. Und wir haben die nächsten Runen. Oder die ersten. Doch, die nächsten. Was sind die zweiten? So, die kommen nach unten. Dann hätte ich gesagt, mache ich jetzt mal gleich 1, 2, 3, 4, 5. Und die Mana-Perle. Und schon. Ha! Du bist was? Spruce. Spruce, ne? So, und du gehst auf den da. Weil es ist schön, wenn es dann auch mal keinen Mana mehr hast. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Ach genau. Ich wollte das Grußwort. Ich brauche davon 5, davon 4. Dann habe ich jetzt nochmal 4. Weil an den Mana habe ich nie gedacht. So, dann. Schlüssel wieder einstecken.
Schlüssel wieder rausnehmen. Okay. Der ist schon fast zu weit weg. Okay, das heißt, ich muss jetzt dann, hab ich natürlich die Blöcke, ne, die, wo ich gerade brauchen könnte, ne, die habe ich nicht einstecken. Aber ich mache die jetzt einfach draus. Pech gehabt. Das heißt, da kommt auf jeden Fall das Zeug hin. So, dann habe ich jetzt, ja, die Erde habe ich natürlich unten, glaube ich, irgendwo hingefeuert, ne? Was total viel Sinn macht. Ich brauche 15. Und ich möchte einen Platz lassen, um ins, um den dahin zu bauen. Da schießt er durch. Dann baue ich dich so auf. Kommst du dahin? Ich weiß, dass ich noch irgendwann mal gesagt habe, die brauche ich nicht unten, die brauche ich nur oben. Ich hoffe, dass ich die da reingeschmissen habe, deswegen. Ja. Bin ich gar nicht so dumm. Kommst du auch dahin? So, dann brauche ich noch mal einen davon. Davon. Mana Spreader auch fertig. Oh, der ist auch fertig. Sehr schön. Dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Du kommst dahin und du halt. Und du zeigst auf den. Genau. Du zeigst auf den. Falls es nicht mehr reichen sollte. Muss ich mir halt. Ah, das war jetzt aber nur eine, genau. Bei denen war es nämlich so. Okay, dann habe ich gesagt, Rune of Fire. Das heißt, ich brauche jetzt noch einmal Netherboard. Hoffe ich, dass ich die dahin habe, wenn ich dann in der Treppe in dem Keller. Meine 10, 10, 10 nehme ich nicht dafür. Egal. Da habe ich sie doch schon. Okay. Dann haben wir hier jetzt Netherwarze, Netherbrick. Gunpowder. Ich und dich. Und mir reicht die Mana nicht. Hahaha. Reimt sich sogar. Dann heißt es jetzt für mich, ich werde einfach mal 6 Stück abhauen. Ich setze nochmal 3 hin. Brauche ich mal schnell nochmal 6 Kohle, weil der muss mir die Mana produzieren da hinten. Ja, hinlegen, dass mal wieder hell wird. Dann heißt es jetzt, wir haben auf jeden Fall. Blümchen muss ich dann auch noch machen.
Aha, ich nehme keine 15 mit. Ja, genau. Ich nehme nicht mal einen mit. Ich muss wieder Charcoal herstellen. Das Zeug muss ich jetzt auch im Dutzend billiger haben. Naja, vielleicht macht es mal Sinn, dass ich den Ofen da noch aufstelle. Den zweiten. Dass ich da die ganze Zeit Holz durchlaufen lasse. Ja, kann ich ja dann auch irgendwann automatisieren. Das heißt, ich brauche jetzt für den dritten und letzten. Achso, das ist Atom. Nein, ich brauche Earth. Block of Coal 8. Was? 8 Stück? Das ist neu. Ich schätze mal, das ist pack-spezifisch. Wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz großes Glück habe, habe ich sie nicht. Kennt man ja, ne? Vor allem mein Glück. Darum habe ich mir gleich mal ein bisschen Holz mitgenommen und fang schon mal das Durchjagen an. Brauche 8 Stück. Habe ich mir gerade den richtigen angeguckt? Earth 8. Vor allem das Lustige ist, wie komme ich an einen Pilz ran? Okay, Kakaobohnen. Ja, klar. Wie komme ich an Kakaobohnen ran? Über den Dschungel. Hab ich schon mal geschafft, über den Dschungel Kakaobohnen zum Wachsen zu kriegen? Nee, ne? Ich glaube, ich habe auch einen Jungle Sapling noch nicht, oder? Doch, den könnte ich haben. So, wie viele Blöcke habe ich? Aha, 11. Und vor allem den kenne ich. Juhu! Ich freue mich. Könnte über Botania vielleicht an einen Pilz rankommen. Fällt mir gerade so ein. So, das heißt, wir haben jetzt den da. Das da rein, das da rein. Das da rein. Achso, brauche jetzt davon 8. Hoffe, dass das funktioniert. Wie gesagt, ich brauche jetzt einen Mushroom. Habe ich eine Chance über Botania? Ha, aber an dich komme ich ran. Und Red Dye habe ich. 6 Herzen und ein Gras. Ja. Ich brauche mal schnell ein Bone Meal. Wollte ich sowieso nochmal machen. Davon brauche ich jetzt. Ich brauche natürlich wieder die roten, ne? Ich mache es aber anders. Da habe ich Platz. Da habe ich nämlich 9. So, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Danke. So, habe ich dich da drin? Wo ich den nämlich hingeschmissen habe. Ich
Den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Aber ein Haushalt verliert nichts. Man findet es nur sehr schwer. Vor allem, wenn man immer wieder Kisten irgendwo hinstellt, ne? Immer wieder beim selben Thema wie vorhin. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche nochmal, also das heißt, ich brauche das Earth. Dafür brauche ich den Mushroom. Achso, den Mushroom. Der war dann hier drin. Ah, da ist er. Grüß Gott. So, also ich brauche. Acht Stück. Alles klar. Den Rasen dahin. Das da behalten. Und das waren jetzt acht, ne? Achtmal rot. Und dich muss ich, glaube ich, da reinhalten. Au. Andersrum? Nö. Hell? Ich brauche was zum Essen. Bitte. Ja, Hä? Ich merke gerade, es gibt viel mehr Spores als früher. Das auf dem Schild, acht Stück. Mit dem da auf, fern, Gras. Ich jetzt bescheuert, habe ich doch gemacht. Wo ist meine Schere da? Ah, jetzt habe ich Doppelgras. Ich bin gerade komplett verwirrt, Leute. Acht Red Dye plus. Plus Gras. Plus sechs Herzen. Nein. Ach Mann, ich will nicht, dass du wächst. Ja, jetzt Edler. Schwere Geburt. Okay, einen großen Gras kriegt man zwei. Auch gut zu wissen. Ja. Und zwar, ich habe jetzt den Pilz. Aber ich möchte davon mehr. Also machen wir Mycelium. Und um Mycelien ranzukommen, gibt es den komischen Linder da. Und da brauche ich das richtige Becken. Das habe ich schon, hoffe ich. Haben wir davon einen. Und jetzt nehme ich mir einfach mal einen neuen Dirt mit. Wobei, nee, oder? Nee, der ist. Die sind schon alle belegt. Der ist jetzt noch nicht belegt. Mycelium braucht, glaube ich, kein Wasser. So, was ich auf jeden Fall jetzt mache, ich gehe mal schnell eine Gießkanne holen.
Natürlich wieder dunkel. Schon wieder was futtern. Komm. Nach einer Pizza gibt's Äpfel. Drei Äpfel. Was sind drei Äpfel? Zwei gehen noch. Drei. Buh. Platzig. So, wie schaut's denn aus, wenn ich jetzt da ein bisschen gieß? Wachsen da Pilze oder nicht? Oder darf ich mich gleich wieder pieksen? Oder funktioniert da? Nee, Moment. Ich muss mal schnell was anderes probieren. Wir tanzen, tanzen. Können wir uns Pilze tanzen? Nein, ich glaube, die Pilze sind nur entstanden mit Witchwater im Zusammenhang. Dann muss ich mich nochmal schneiden. Also, ich brauche bitte ein Bone Meal, eine Pizza. Und davon 8. 1, 6. Dann nehme ich dir auch zwei weg. So, und du kommst dahin. Du kommst dahin. Das Bone Meal kommt dahin. Dann brauche ich immer zwei Anläufe. So. Ja, habe ich dabei. Ne? Weil das mache ich, ja. Zweimal, kein drittes Mal mehr. Ah, weiß dunkel, weil die Pilze Dunkelheit brauchen, ne? Korrekt oder unkorrekt? Erwarten, bis das analysiert ist, das Ding. Bin sehr froh, dass dieses in sehr großer Schrift geschrieben ist. Ich hoffe, dass das Red Mushroom, jawohl. Ja. Zum ersten Mal, dass ich hoffe, dass es dunkel wird. Ja, sonst schneide ich mich nochmal. Aber ich mache mal schnell was anders. Ist Gras als erstes mal weg? Nein. Ich mache hier dann gleich die Forschung. Danke. Einer reicht. So, das wird ja, das breitet sich ja wenigstens aus. Komm, breite dich aus. Da auch noch hin, danke. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin, 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 dahin. Du kommst mal weg. Jetzt muss ich hoffen, dass es wirklich finster wird, dass ich das dann, dass das auch dann dunkel genug ist da hinten. So, dann packen wir dich da rein. Genau, und dich bin ich beim Erforschen, also kommst du dahin. Ja, er wächst nicht, klar. Ich bin Held.
Lichtlevel steht nicht da, ne? Doch, Light 15. Freilich. Hätte ich mal vorher gewusst, dass ich Dunkelheit brauche. Ja. Genau. Dann habe ich den Rasen. Das Gras gebissen. Dann räumen wir mal schnell noch das Inventar auf. Dann wird es vielleicht da auch ein bisschen schicker. Und dann müssen wir mal die Sonne ankurbeln, dass die verduftet. So, dann haben wir noch einen Tank. Der kommt dann in die Factory Chest rein. Dann haben wir noch das Kabel. Das kommt da hinten hin. Dann haben wir noch einen Schlüssel, dass das Kabel auch da drin bleibt. Nicht wie beim letzten Mal wieder rausfällt. Komm, den Flint, was wir haben. Dann kann ich dich ausmachen. Das ist auf jeden Fall noch drin. Wie viel haben wir? Perfekt. Aber haben wir noch was drin? Ja. Ja, was kann ich noch wegräumen? Den Living Rock brauche ich noch. Ich brauche noch den Pilz. Möchte das Antibett jetzt haben. So, das, da fehlt ja nur der Pilz, wie gesagt. Ja. Fordern wir uns erstmal wieder fit. Bisschen Brot. Ja, weil ich bin jetzt mittlerweile der felsenfesten Überzeugung, bis ich jetzt das alles hinkriege, habe ich den so gemacht. Dankeschön. So. Noch das dritte Mal geschnitten. Und ich habe ja kein Pflaster. Keiner pustet. So. Und was habe ich jetzt vergessen? Ach, ein Stein. Ein Stein. Aber jetzt wieder runterlaufen. Moment, bevor ich runterlaufe. Nein, nicht Autumn. Ich brauche immer noch Erde. Ich muss runterlaufen. Kein Stein drin. Es ist Schnee. Ich hätte was Stone Slabs, hat bei der Stein draus? War doch nicht runterlaufen. So, ich habe einen Stein, ich habe einen Pilz und ich habe 8 Kohle. Block of Coal 8. So, entweder verstehe ich jetzt gerade was nicht oder der. Der war schön.
So, ich mache jetzt mal alles andere vorher rein. Also, ich brauche jetzt einen Stein. Das habe ich doch richtig gesehen, ne? Ich brauche einen Stein. Ich brauche einen Mana-Steel-Ingot. Ich brauche einen Mana-Powder. Das sehe ich hier schon rumfliegen. Dann brauche ich einen Mushroom. Oder brauche ich dafür einen anderen Mushroom? Nö. Mushroom ist auch in Ordnung. So, und jetzt besteht ja dort Block of Coal. 8. Ne, nix 8. Ein. Hey, das ist verwirrend. Hey, da steht 8. Haben wir das nämlich gerade gedacht, dass das vielleicht falsch sein könnte mit 8. Aber steht da 8. Halt. Nicht ins Bett rennen. Bloß nicht. So, was haben wir für ein Lichtlevel? 10. Kann ich wachsen hier? Jetzt sind wir bei immer noch 10. Leuchte ich jetzt was oder was? Wir sind immer noch bei 10. Warum? Bleibt immer noch 10. Ey, wenn es einmal dunkel haben willst, ne? Darfst gleich die Fackeln aus 30 Kilometer entfernen. Was habe ich denn da hinten? Bin ich jetzt bei 7? Kann doch jetzt keiner erzählen. Ich habe ja keine Fackeln mehr. Doch, da habe ich noch welche. Du auch weg, du auch weg. Ich sehe das schon. Gleich habe ich viele Gäste. Die wollen mein Bestes, nicht? Bin immer noch bei 10. Was leuchtet hier noch? Ist das die Lampe da drin? Das wäre natürlich der Oberhammer. Jetzt bin ich bei... Nö, hier bin ich immer noch bei 10. So. Immer noch 10. So, ist mir jetzt egal. Ich hab keinen Bock auf mich. Na, wo kommst denn du her? Du machst mir ja keine Blutflecken. Fly away. Ich mauere das Ding jetzt einfach mal komplett dicht. Hatte ich nicht gerade Stein gesucht? Da hätte ich was auf jeden Fall in der Tasche. Cannot grow here. Toll. Ach ja. Der will mich doch verarschen.
Hilfe? Ja, jetzt bin ich und ich kann auch rausgucken und ich habe auch ein bisschen Licht. Danke. Verdammt. Ich brauche dich. Brauche ich nicht. Ich brauche das, ich brauche das. Axt kommt auch weg und ich brauche noch dich. Genau andersrum bei den Schuh draus. Wenn ich dich jetzt dahin halt. Geht. Gott sei Dank. Ja, radikal. Mir egal. War mir klar, dass das jetzt so passiert. Das Lichtlevel kann man nämlich leider nicht hochzüchten. Sehr cool. So. Boah. Vor allem die Frage ist jetzt, wie komme ich dann eigentlich an den nächsten ran? Ah, braun macht man mit Potatoes und Carrots. Hätte ich das mal vorher gewusst. Kommst du rein? Was haben wir jetzt? Eine 133. Perfekt. Funktioniert das eigentlich auch? Egal. So hätte man natürlich auch noch an die Pilze rankommen können über AgriCraft. 244. Wir schneiden gleich wieder alle Sechse weg. Könnte natürlich jetzt sein, ne, dass dann, wenn es hell wird, dass es nicht mehr geht. Ach komm schon. Bin zufrieden damit. Gieß und Tanz dabei. Bringt aber nichts. Okay, ich muss aber den unteren erwischen. Obere ging nicht. Oder man sieht einfach nur die Partikel nicht. Das kann natürlich auch sein. So, das war das der letzte Durchgang. Erstmal. 555, das ist doch super. Und Pop, hell. Ah, okay. Nicht hell, gut. Das heißt aber, ich muss das eine Feld dann nach unten verfrachten, beziehungsweise der muss als erstes in die Glotsch.
Stunde haben wir wieder voll. Heute. Aber wir haben alle Runen. Und wenn wir jetzt Glück haben, gleich noch einen Pilz. Tanzen wir nochmal. Ich bin der Tanzbär. Und ich bin der Pilz und hab keinen Bock mehr. Nehmen wir halt mal den anderen Stein. Ah, nee. Das Lichtlevel ist zu hoch. Also, geht nur, wenn dunkel. Gut zu wissen. Das heißt für mich, jedes Mal, wenn es jetzt Nacht ist, aber das mache ich dann off. Jedes Mal, wenn es dunkel ist, hoffe ich, dass ich dran denke, dass ich den Pilz hochzücht. Werde ich tun. Bis zum nächsten Mal. Genau. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Mushrooms. Die verfrachte ich gleich mal hier mit rein. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare und sonst bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.